zum Wasserfall. Dieses Schild ist schon ein bisschen verfallen. Hier steht nur zum Wasserfall. Aber es gibt mehrere Wege oder zwei Wege, die Weggabelung. Da vorne ist die Zufahrt für die Camper. Hier der Fußweg zum Wasserfall. Ja, schon hier auf dem Weg geht es tief hinunter. Bin mal gespannt. Ja, auch auf 400-600 Metern Höhe rund hat der Borkenkäfer schon gut dazwischen gehauen. Man sieht es. Fichten und Nadelwald sind kaputt. Und von da oben sind wir gekommen. Jetzt ist alles hier offen. Wo geht's jetzt zum Wasserfall? Keine Ahnung. Das sind Wegmarken. Schauen wir da mal. Intuition und natürlich ein Blick auf die Karte des Kartenanbieters des Vertrauens auf dem Mobilfon haben geholfen. Wir sind auf dem Weg zum Wasserfall. Es ging bergab, also quasi geradeaus, wie in der Fahrschule. Wenn nichts steht, einfach geradeaus. Und wenn der Fahrlehrer nichts sagt, einfach weiter geradeaus. Hier dichtes Buschwerk unterhalb. Aber wer jetzt tosendes Wasser erwartet, wird, glaube ich, enttäuscht. Gefallen aus der Tasche, zum Glück hier auf der Bank. Aber was wir hier sehen, ist eher ein Rinnsal, das den Hang hinunter plätschert. Aber gucken wir mal, wie es auf der Aussichtsplattform aussieht. Okay, da ist er. Da fällt es wirklich steil hinunter, das Wasser. Aber wie gesagt, ist nur ein Rinnsal. Gucken wir mal, dann seht ihr auch, dass wir unweit sind des Ortes, wo die Wasserflasche aus der Jacke gefallen ist. Das war auf der Bank. Ja, wer jetzt Urgewalten erwartet, wird heute enttäuscht. Aber es ist ein Wasserfall, das kann man jetzt nicht abstreiten. Geht hier runter. Ja, hier sieht man jetzt wenig vom Wasserfall, man hört ein Plätschern. Ist zugewachsen, ein bisschen höher gegangen. Von unten geht hier eine Treppe rauf. Mal gucken, wie es noch weitergeht hier.